Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich hoffe, Sie sind gut im neuen Jahr angekommen. Gerne hätte ich Sie persönlich eingeladen gehabt. Leider ist dies gegenwärtig nicht möglich. Das Jahr 2020 wird uns wohl in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Wir standen vor neuen, vor nie dagewesenen Herausforderungen und Aufgaben. Wir erlebten völlig neue Szenarien und Situationen. Unsere Belastbarkeit, unsere Geduld, aber auch unsere Zuversicht wurden auf eine harte Probe gestellt. Auf vieles mussten wir verzichten. Mir ist bewusst, dass Menschen in unserer Stadt mit existenziellen Nöten zu kämpfen hatten und zu kämpfen haben und immer noch in der Ungewissheit leben müssen, wie es weitergehen wird. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, blicke ich mit Stolz und Dankbarkeit auf Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Danke für Ihre zahlreichen Initiativen. Danke für Ihre großartige Hilfsbereitschaft. Danke für Ihr vielfältiges Engagement. Mit Stolz und Dankbarkeit blicke ich auch auf unsere Einsatzkräfte im Katastrophenfall. Alle Ordnungs- und Rettungseinheiten, das Personal in den Kliniken und in den Hilfsorganisationen und danke auch an alle Mitarbeiter in Verwaltung und in der Politik. Wie geht es nun 2021 weiter? Die ersten Impfungen in Weiden erfüllen mich mit großer Hoffnung. Wichtige Aufgaben stehen an, beispielsweise der Neubau der Obdachlosenunterkunft oder des Tierheims oder auch die Digitalisierung in unseren Schulen. Für Baumaßnahmen an unseren Schulen wird ein kräftiges Investitionsvolumen veranschlagt. Für unsere Wirtschaft in Weiden und für Arbeitsplätze ist es mir wichtig, dass wir das Gewerbegebiet Weiden-West 4 weiterentwickeln. Liebe Bürgerinnen und Bürger, vor uns liegen große Herausforderungen. Ich weiß, wie schwierig es in einer Pandemie ist, Vereinsarbeit oder Ehrenamt aufrechtzuerhalten. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch weiterhin so eng zusammenstehen und füreinander da sind. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Weiden weiter nach vorne bringen. Ich freue mich schon jetzt wieder auf die persönliche Begegnung mit Ihnen, auf das Gespräch über Ihr wertvolles Engagement. Ihnen allen wünsche ich von Herzen alles Gute, viel Glück und Erfolg und natürlich beste Gesundheit.